Ist schon gut, gute Qualität. Gute Qualität. Herzlich willkommen zu einer neuen Serie mit dem Jonas. Moin. Moin, und zwar ist es so eine kleine Upgrade-Serie, aber wir machen das Ganze sozusagen gegeneinander. Jeder hat einen Starspieler. Bei mir ist es Chicharito, Team of the Season. Und bei mir ist es Luis Suarez, 90er-Version. Genau, also einen Punkt weniger habe ich in Sachen Rating, aber das ist ja eigentlich aber egal, weil... Ja, der ist echt sehr gut und auf jeden Fall ist es so, dass wir pro Part 3 Spiele machen, in diesem aber nur 2 und wer als erstes, es ist eben so, dass man entweder jeden Spieler einzeln upgradet, indem man halt Upgrade-Punkte sammelt, die Regeln erklärt euch dann nochmal der Jonas und wer halt am Ende das Goldteam hat, also es geht darum, ein Goldteam zu bekommen, ein Full-Goldteam und dann am Ende wird halt ein oder 2 Spiele gegeneinander gespielt als sozusagen das Finale der Serie. Ja, wenn wir so alles auf Gold haben, richtig starkes Team halt von der Liga halt. Da ja. Müssen dann halt so zum Beispiel bei dir Boateng, bei mir ist dann noch Neymar drin und sowas, ne? Genau. Oder Benzema halt, Ronaldo und Messi wird ein bisschen mehr. und ja, ich wollte nur noch anmerken, ich habe hier nämlich auch Rare-Spieler, weil es da auf der Position keine Non-Rares mehr gab. Das war ziemlich komisch. Und da muss ich halt 2 Upgrade-Punkte nehmen halt. Und ja, soll ich die Regeln vorlesen? Ja. Ich habe die mir aufgeschrieben, die Regeln sind pro Starspieler-Tor, also Suarez oder Chicharito, 3 Upgrade-Punkte pro normales Tor, 2 Upgrade-Punkte, das seht ihr ja auch nochmal eingeblendet, pro Starspieler-Vorlage, also Suarez, Chicharito, wie schon gesagt, 1 Upgrade-Punkt pro Gegentor, 1 Dunkelpunkt pro Sieg, 2 Upgrade-Punkte pro Niederlage, genau das gleiche, nur halt im Downgrade. Und pro Rage Quit vom Gegner? Ah, pro Rage gibt's auch Mama 3 Punkte. Also mehr als beim Sieg? Ja. Naja, okay, stimmt, das ist fair. Weil du hättest ja noch viele Tore schießen können. Okay, perfekt, ja. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns jetzt in den einzelnen Spielen halt, das ist halt so, jeder immer 2 oder 3 Spiele, jetzt erstmal 2 und jeder in seinem Einzelnen und dann genau. Viel, ganz viel Spaß. Schaut beim Jonas vorbei, wenn ihr sehen wollt, wie viel er gesammelt hat in diesem Part. Ja, auch beim Buddy. Ja, und dann bis gleich bei den Games. Tschüss. Das ist doch unfair, Mann, weil der halt eine richtig dreckige Bank hat. Krieg ich so einen Gegner. Blutlos kostet das Team. Alles Special Guys. Na, mal gucken, wie das wird. Was ein Schuss. Riesenchance für unseren Gegner. Riesentat. Von unserem Torhüter. Weil in so einem Team, was wir immer machen, das muss ja auch eine Herausforderung werden. Entschuldigung. Und das zähle ich jetzt als Abbruch. Ist mir jetzt egal. Das sind 3 Upgrade-Punkte, weil ich kann einfach nicht 1000 Spiele machen, ne? Und dann würde ich sagen, wir sehen uns im zweiten Spiel. So, jetzt geht der Weltklasse an den Bender vorbei. Jetzt geht er da rein mit dem Roulette und es gibt keine Fehler. Das ist er nimmt nicht den Freistoß in die. Der Schulter ist jetzt abgelaufen, wir können klären. Mario jetzt. Nicht so schön, Spiel ist hier. Jetzt zieht er durch. Kann sich da aber den Gegner nicht mehr durchsetzen, holt sich den Ball nochmal. Munoz! Das ist das 1:0, das sind die ersten 2 Upgrade-Punkte in diesem Spiel. Stark gemacht auf jeden Fall von Munoz. Boah, aber man muss auf jeden Fall Gast hier den größten Anteil in diesem Tor geben. Verliert den Ball und erarbeitet sich den ganz, ganz stark wieder. Und jetzt auf jeden Fall weiter so machen. Luik, Rini, Diallo ist hinterher. Der Ball geht nach außen und verlieren sie wieder ein bisschen die Kontrolle, aber der Ball kommt trotzdem noch gefährlich auf unser Tor. Jetzt verliert er mal den Ball, ganz dummer Ballverlust.
Und Ramsey und unser Keeper mit einer Glanzte. Muss so schnell gehen. Fernandes. Da ist leider kein Fuß, halt schon weiter spielen, weil er auch nicht spielen kann. Und jetzt ist auch Halbzeit mit Türen 1-0. Angeblich hätten wir nur 0 Schuss aufs Tor. Das ist auf jeden Fall nicht realistisch. Jetzt die Kombination, die ich jetzt gesehen habe. Gut gespielt. Wunderbare Doppelpässe hier am Start. Abner wird geschickt und jetzt wird es gefährlich. Suarez ganz, ganz frei, aber der Verteidiger rettet nochmal. Aber den hätte der Keeper ganz sicher gehabt und jetzt somit kriegen wir einen Einwurf, den wir weit schlagen auf Fernandes. Kopfballduell gewonnen! Suarez! Und Victor Valdez. Das wäre echt traurig. Und es wird wahrscheinlich traurige Wahrheit. Im Trepaillet mit dem 1:1. Das ist wirklich unverdient. Der Gegner hat keine guten Chancen, natürlich zwar die besseren Spieler, aber ich muss jetzt auf totalen Angriff gehen, weil ich kann mir das nicht bieten, dass mir das die mit Class gekommen haben. So, aber ist jetzt gewinnen nochmal ein wichtiges. Das ist echt heute nicht auf die Uhr. Dieses verkackte Spiel 1:1 aus. Wir kriegen leider nur 2 Upgrade-Punkte. 2, was habe ich? 4. 4 Upgrade-Punkte. Das ist echt sehr, sehr traurig, aber okay, was will ich machen? Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part. Und ja. Das ist erst Pause! Es ist Pause! Ah, wir haben ja Verlängerung! Aber wenn der so offensiv ist, können wir vielleicht kontern. Weil Luis Suarez, der jetzt mit dem Job rangeht, ganz stark gemacht, Roulette. Elfmeter. Es gibt den Elfmeter für uns! Es gibt den Elfmeter. Luis Suarez holt mit dem Roulette. Gegen Kieran gibt es den Elfmeter raus. Und jetzt müssen wir das Ding einfach unter den Körper nehmen. Das werden wir auch probieren. Und das ist das. Den nächsten 3 Upgrade-Punkte. Yes! Ganz stark, Luis. Wir sehen uns nochmal schön unter die Latte, Victor, weil das hat sich lange Zeit gelassen, dass er noch ein Mario muss sein. Ich glaube das leider nicht, aber Diallo hält wieder alles von raus, der ist ein wirkliches Tier. Und damit geschossen, aber die Fresse hat den Ball gut gehalten. Das wird sich wieder gefährlich. Noch eine gefährliche Chance! Die Fresse. Stark. Oh, Freistoß. Jetzt hoffentlich ist das Ding durch, wenn wir jetzt noch eins machen. Das würde mich echt sehr, sehr freuen. Komm, jetzt leckt sie. Ich glaube, wenn er abbricht, dann gibt es die nächsten 3 Punkte. Er bricht ab. Er bricht ab. Wir kriegen die nächsten 3 Punkte und die werden dann alle zusammen im nächsten Part ausgegeben. Das sind an der Zahl 11 Upgrade-Punkte. Richtig starke Leistung von unserer Mannschaft heute. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann und ciao, ciao.